Erinnert daran an die Definition der Konkurrenz von zwei Zahlen modulo m. Man sagt, sie sind Konkurrent modulo m, wenn m ein Teiler von der Differenz ist. Oder man kann auch sagen, wenn man durch m dividiert, dann bleibt bei a und b derselbe Rest. Also beispielsweise, wenn m gleich 2 ist, dann kann der Rest 0 oder 1 sein, dann sind die Zahlen gerade oder ungerade. Und das führt uns auch zum Begriff der Restklassen. Wir fassen alle Zahlen zusammen, die zueinander kongruent sind. Dann gibt es eben zu jedem Rest genau eine Restklasse. Also haben wir, wenn wir durch m dividieren, die Restklassen 0, 1 bis m-1. Also beispielsweise bei m gleich 2 gibt es zwei Restklassen, die geraden Zahlen und die ungeraden Zahlen. Bei m gleich 3 gibt es drei Restklassen, also die durch drei teilbaren Zahlen, die Zahlen, wo der Rest 1 bleibt bei der Division durch 3 und die Zahlen, wo der Rest 2 bleibt bei der Division durch 3. Wir haben gesehen, dass wir mit diesen Restklassen auch rechnen können. Wir können addieren und multiplizieren und erhalten einen sogenannten kommutativen Ring mit 1 Element. Also es gelten hier gewisse Rechenregeln wie Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, Distributivgesetz und ein paar weitere. Beispielsweise für m gleich 3 haben wir hier die folgenden Operationen, Plus und Mal, und wir können also die Restklassen eben addieren und multiplizieren. Also beispielsweise die Restklasse 1 plus die Restklasse 2 ist 0. Das heißt, wenn wir ein Element hernehmen, das Rest 1 hat bei der Division durch 3, also beispielsweise die Zahl 4, und wenn wir das addieren mit 8, also wenn wir hier, das ist in der Restklasse 1 und das ist in der Restklasse 2, modulo 3, dann erhalten wir 12 und das ist in der Restklasse 0 modulo 3, weil 12 eben durch 3 teilbar ist. Oder wenn wir hier multiplizieren, also wenn wir hier 4 mal 8 bilden, 4 mal 8 ist 32, also 4 ist in der Restklasse 1, 8 ist in der Restklasse 2 und 32 ist in der Restklasse 2, denn es ist 10 mal 3 plus 2, also 1 mal 2 ist dann 2. Und so erhalten wir eben eine additive und eine multiplikative Struktur. Und alle Rechenregeln der ganzen Zahlen vererben sich auf die Rechenregeln der Restklassenrechnung. Nun ist hier die Eigenschaft, dass 2 mal 2 1 ist. Also 2 mal 2 ist 1 in diesem Sinne. Das heißt, wir können hier sagen, dass 2 zu sich selbst invers ist. Oder ein halb ist gleich 2, wenn man so will. Ja, ich schreibe das unter Anführungszeichen. Und mit dieser Eigenschaft wollen wir uns auch ein bisschen näher beschäftigen. So nehmen wir zum Beispiel das folgende Problem. Wir wollen wissen, ob wir hier modulo 17 ein x finden können, sodass x das Inverse von 17 ist bezüglich der Multiplikation, also das x wäre sozusagen hier 1 Siebtel modulo 17. Können wir das lösen? Nun, ja, wir können einfach ausprobieren. Und wenn wir hier x gleich 5 nehmen, oder die Restklasse 5 modulo 17, und 5 mal 7 ist 35, das ist 2 mal 17 plus 1, also 34 plus 1, das ist richtig, also das ist eine Lösung. Aber das ist natürlich jetzt keine Methode, wie man das im Allgemeinen lösen kann. Nun, was bedeutet 7 mal x ist Kongruent 1 modulo 17? Das bedeutet, dass die Differenz von 7x und 1 ein Vielfaches von 17 sein muss. Oder anders aufgeschrieben, dass 1 dargestellt wird durch 7 mal x minus k mal 17. Und das erinnert ein bisschen
an die Eigenschaft des größten gemeinsamen Teilers, dass wir eben hier den größten gemeinsamen Teiler von 7 und 17 als 1 identifiziert haben und wir dann ganze Zahlen E und F finden können, sodass 1 im E mal 7 plus F mal 17 ist und diese Zahlen E und F spielen dann hier die Rolle von X und minus K. Das heißt, wir benutzen hier, um diese Zahlen X und K zu berechnen, falls es diese gibt, den euklidischen Algorithmus. Das heißt, wir dividieren 17 durch 7, das ist 2 mal 7 und plus Rest 3. Dann gehen wir weiter beim euklidischen Algorithmus, dividieren jetzt 7 durch 3, erhalten Rest 1. Und dann könnten wir noch weitermachen und sagen, 3 ist 3 mal 1 plus 0. Und diese Zahl hier ist dann der größte gemeinsame Teiler. Und wir können jetzt rückrechnen. Wir beginnen mit 1 und schreiben hier 7 minus 2 mal 3. Und diesen Dreier ersetzen wir jetzt durch 17 minus 2 mal 7. Und erkennen jetzt, dass wir einmal 7 haben und minus 2 mal minus 2, also plus 4 mal 7, also insgesamt 5 mal 7, minus 2 mal 17. Und jetzt erkennen wir hier, dass dieser 5er hier als x fungieren kann und dieser 2er hier als k und erhalten, dass x gleich 5 ist, ohne dass wir einfach ausprobieren. Also wir erhalten, dass x dann 5 ist, genau genommen in der Restklasse 5 Modulo 17, denn wenn wir hier eine andere Lösung suchen, dann müssen die beiden konkurrent sein. Also wenn wir zwei verschiedene x haben, dann stellen wir sofort fest, dass sie in derselben Restklasse Modulo 17 liegen müssen und erhalten dadurch alle möglichen Lösungen. Also nicht nur die Zahl 5, sondern auch die Zahl 17 plus 5, also 22. Also die Lösung dieses Problems ist die Restklasse 5. Das erhalten wir einerseits durch Probieren, aber durch diese Methode hier können wir das auch allgemein lösen. Und es stellt sich fest, es stellt sich heraus, dass der folgende Satz eben gilt, dass diese Gleichung a mal x ist kongruent 1 modulo m nur dann lösbar ist, genau dann, wenn der größte gemeinsame Teiler von a und m 1 ist. Und die Lösung ist dann eindeutig modulo m. Und das beweist man natürlich genauso wie vorhin, man benutzt einen euklidischen Algorithmus, stellt den größten gemeinsamen Teiler, der ja 1 ist, da als Linearkombination von a und m und liest damit dann die Lösung ab. Also man stellt 1 da, den größten gemeinsamen Teiler, als e mal a plus f mal m und damit ist natürlich diese Zahl e hier die Lösung des Problems. Also diese Zahl e, die wir hier finden mit dem euklidischen Algorithmus, indem wir das Ganze von hinten dann aufrollen, ist dann die Lösung dieses Problems. Dies führt zu einer ganz besonderen Anwendung, nämlich zum sogenannten kleinen Fermatschen Satz. Der folgende aussagt, nehmen wir an, P ist eine Primzahl und A ist nicht durch die Primzahl P teilbar, dann ist A hoch P minus 1 kongruent 1 modulo P oder man könnte auch sagen, P ist ein Teiler von A hoch P minus 1 minus 1. Das ist natürlich dasselbe. Und der Beweis verwendet jetzt eben genau diese Eigenschaft von vorhin. Man betrachtet alle Restklassen modulo p, die jetzt zu p relativ teilerfremd sind. Also
Wir haben hier alle Restklassen modulo p. Die einzige Restklasse, die wir ausschließen, ist die Restklasse 0. Also das sind die Restklassen, die eben teilerfremd sind zu p. Nun, hier ist wichtig, dass eben p eine Primzahl ist, denn da p eine Primzahl ist, können hier die Zahlen, die kleiner sind als p, keinen gemeinsamen Teiler zu p haben, außer 1. Und dann betrachtet man zu dieser Zahl a die Restklassen a, ja, das ist die Restklasse a, und dann 2 mal a, also hier muss man genauer sein, ich muss hier die Restklasse modulo p berechnen, also wenn a größer als p halbe ist, ist das natürlich jetzt dann größer als p, also ich reduziere das sozusagen modulo p und 3a mod p und so weiter bis p minus 1 mal a mod p. Und die Behauptung ist, dass das auch alle verschiedenen Restklassen sind, also zunächst, dass die alle verschieden sind. Das ist klar, denn wenn man annimmt, dass i mal a kongruent j mal a ist, dann modulo p, dann kann ich natürlich diese Gleichung a mal x ist kongruent 1 modulo p lösen und ich multipliziere das mit x. Und wenn ich das mit x multipliziere, dann fällt das a weg, denn a mal x ist 1 modulo p, dann steht dort i ist kongruent j modulo p. Das heißt, diese Restklassen hier stehen, sie müssen alle voneinander verschieden sein und sie müssen natürlich auch Restklassen hier zwischen 1 und p minus 1 sein. Das heißt, dass diese Restklassen dasselbe sind. Das heißt, ich erhalte, dass die Restklassen 1, 2 bis p minus 1 insgesamt dasselbe sind wie die Restklassen a, 2a mod b und so weiter bis p minus 1 mal a mod b. Damit müssen die aber nicht in derselben Reihenfolge dieselben sein, aber wenn ich sie miteinander multipliziere, dann muss dann dasselbe herauskommen. Und hier lasse ich das Mod p wieder weg, natürlich, weil ich ja nur an den Restklassen interessiert bin. Nun, jetzt schaue ich mir die rechte Seite hier genauer an. Hier steht insgesamt p minus 1 der Faktor a und das, was übrig bleibt, ist 1 mal 2 bis p minus 1. Nun, ist das eine neue Zahl, nennen wir sie b. Das ist natürlich auch eine Zahl, die teilerfremd ist zu b, zu der Primzahl p. Daher kann ich da diese Gleichung lösen. Und wenn ich das mit x multipliziere, mit y multipliziere, mit der Lösung dieser Gleichung, dann fällt das b weg und es bleibt übrig, 1 ist kongruent a hoch p minus 1 modulo p. Und das ist der Beweis des kleinen Fermatschen Satzes, der in vielen, vielen Bereichen wichtige Anwendungen hat.